Im heutigen Tag geht es wieder einmal um Sport. Wir haben ein interessantes Geschwisterpaar hier bei uns, und zwar Zina und Joanne Zöger. Sie gehören zu den talentiertesten Nachwuchsspielerinnen der Schweiz. Sie sind aus dem Baselbiet. Und jetzt wollen wir gerade mal schauen, was so dahinter steckt. Joanne, du bist 16. Du bist N4 klassiert. Das ist eine nationale Kategorie. Du hast kürzlich ein Turnier gewonnen in... Du sagst es jetzt selber. In Tunesien, und zwar im Doppel, habe ich das Turnier gewonnen. Das war ein grosser Erfolg für mich. Es ist das zweite Turnier, das ich gewonnen habe, so international. Und obwohl es auch nur, also nur im Doppel, kann ich mir so sagen, ist trotzdem sehr ein toller Erfolg. Hast du denn aber nicht mit deiner Schwester gespielt? Nein, ich habe mit einer aus der Ukraine gespielt, weil meine Schwester nicht an diesem Turnier war. Aber das gibt es, dass du auch mit der Sina spielst? Also wir haben jetzt erst einmal zusammen gespielt und das Turnier haben wir gewonnen. Also das war mein erster Titel in Tunesien, auch in Tunesien. Und ja, es kann es immer wieder geben, dass wir zusammen spielen werden und vielleicht auch an der Schweizer Meisterschaften. So, komm, jetzt sag uns mal, wie das ist, mit der Schwester zusammen zu spielen. Ist das komplett etwas anderes oder ist das letztlich dann das Gleiche, wie wenn irgendjemand anders deine Doppelpartnerin ist? Also es ist sicher etwas anderes. Man kennt sich viel besser, man kennt das Spiel vom anderen viel besser. Es ist einfacher und man kennt die Stärken, die Schwächen vom anderen. Und es ist toller, wenn man einen Erfolg vor allem zusammen teilen kann. Also jetzt haben wir schon mal etwas, ein bisschen erfahren von der Joanne. So, jetzt schauen wir auf die andere Seite, zu der Sina, du bist zwar ein bisschen kleiner als deine Schwester, dafür bist du älter. Du bist seit wenigen Tagen 18, du bist auch ein bisschen besser klassiert als sie. Du hast kürzlich ein Turnier gewonnen in, und du sagst mir das auch selber. Ich habe ein Turnier im Einzel gewonnen in Marokko. Das war bis jetzt der grösste Erfolg anhand von Turniersieg. Ich habe noch nie ein Turnier also von dieser Kategorie im Einzel gewonnen. Nur das im Doppel, das war mit der Joanne zusammen. Und ja, das ist... auch ein grosser Erfolg für mich und ich habe auch gut gespielt in dieser Woche. Und jetzt steht ja ein unmittelbares Highlight eigentlich bevor. Du gehst morgen nach England und nach einem Vorbereitungsturnier spielst du dann in Wimbledon, also quasi das Nonplusultra. Ja, also es ist... Ich habe noch nie auf Gras gespielt. Mal, als ich klein war, eine Stunde. Aber ich freue mich sehr, dort anzugehen. Das sind die besten Spiele auf der Welt. Ich kann mich dort mit ihnen messen. Ich freue mich sehr auf das ganze Erlebnis und auf Gras spielen. Und ja, wird sicher cool. Du bist jetzt, hat mir deine Mutter gesagt, die übrigens auch früher noch lange Jahre Tennis gespielt hat, Nicole Zöger. Du bist jetzt in der Weltrangliste der Juniorinnen knapp an der Schwelle zu 100. Ja. Wie ist das einzustufen? Also, da muss die Konkurrenz riesig sein. Ja, also es sind etwa 2500 Spieler in der Weltrangliste U18. Mhm. Ich bin jetzt 114. Das hat schon sehr viel Aufwand gebraucht und es wird jetzt auch immer schwerer weiter zu führen kommen. Am Anfang gewinnst du ein, zwei Matches, kommst 300 Rang führen. Jetzt gewinnst du mehrere Matches, kommst nicht mehr viel führen. Aber es ist sicher das Ziel, jetzt noch Top 100 zu kommen und gut spielen vielleicht in England. Du hast selber gesagt, das ist ein riesen Aufwand. Was für einen Aufwand betreibst du pro Woche? Wie sieht das aus? Also ich trainiere 15 bis 20 Stunden in der Woche. Inklusive Kondi, also Ausdauer, Schnelligkeit, Krafttraining. Und ja, dann halt auf dem Platz. Jetzt wollen wir schnell schauen. Joanne, dein Aufwand, ist der ähnlich wie bei deiner Schwester? Bei mir ist er im Moment etwas kleiner, der Aufwand, weil ich habe die Schule nebenan. Also ich mache Sportgymi in Liestal. Ich habe 25 Lektionen Schule in der Woche und etwa 17-18 Stunden Training. Und es bleibt eigentlich kein Platz mehr, also ja, viel mehr ist nicht möglich. Das wollte ich gerade sagen, also da bleibt ja nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Wie verträgt sich denn das mit der Schule? Da haben wir, glaube ich, ein bisschen ein spezielles System im Baselland. Da musst du aber, glaube ich, auch ziemlich gut sein in der Schule, oder? Sonst gibt es irgendein Problem. Also es ist sicher sehr ein tolles System. Wir werden von allen Seiten unterstützt mit der Leistungssportförderung Baselland. Und Sportgym in Liestal ist ein sehr tolles Angebot. Also wir können dort eigentlich so viel fehlen, wie wir wollen, solange wir es schaffen in der Schule. Also solange wir durchkommen, unterstützen sie uns überall, wo sie können. Und wenn ihr jetzt unterwegs sind, ihr seid schon in Japan, ihr seid in Südafrika gewesen. Jetzt, wir haben es vorher gehört von der Sina, jetzt kommt Wimbledon, später kommt die USA. Du vielleicht noch nicht so viel wie Sina, oder? Habt ihr da einen Lehrer dabei? Nein, also wir haben keinen Lehrer dabei, aber es ist so abgemacht, dass wir auch immer wieder Sachen per E-Mail bekommen.
die wir dort vor Ort lösen können und auch vorher und auch nachher noch für Lektionen können abmachen können, eins zu eins mit den Lehrpersonen. Was sagen auch deine Kolleginnen und Kollegen in der Schule? Die sagen immer wieder, ah, bist wieder braun, bist wieder neu mehr Tennis spielen. Du hast ein lockeres Leben, oder? Hörst du so Sachen? Ja, also das hört man immer wieder, aber eigentlich in meiner Klasse sind es nur Sportler, weil es eine reine Sportklasse ist, die verstehen es alle. Aber so Leute aus der Regelklasse haben immer schon ein bisschen Mühe und sind ein bisschen eifersüchtig und sagen, man geht wieder Ferien machen und so, das hört man schon. Sina, ist die Eifersucht berechtigt? Ich meine, wir haben vorher gehört bei dir, 15 bis 20 Stunden in der Woche, das ist nicht einfach lustig. Ja, also das ist sicher ein grosser Aufwand, aber ein Stück weit würde ich sagen, ist die Eifersucht schon berechtigt, weil es ist eigentlich ein Traumleben, das wir leben. Wir können den Sport, den wir lieben, ausüben jeden Tag. Wir können damit reisen um die ganze Welt. Und wir machen es ja gern. Ich bin gern 20 Stunden in der Woche auf dem Platz. Andere Frauen in deinem Alter gehen vielleicht in Ausgang, gehen ins Schwimmbad. Du gehst 20 Stunden in die Tennishalle. Gut, Tennis ist auch ab und zu draußen. Gibt es da nicht auch Phasen, wo du findest, uff, ist ja wahnsinnig? Es ist viel, aber ich habe ja auch immer wieder mal, wenn ich Trainingsphase habe und dann mal zwei, drei Tage Pause, habe ich auch Zeit, um mit Kollegen etwas machen, auch mal in den Ausgang gehen. Es ist einfach nicht im gleichen Mass, aber ich habe ja dafür anders. Ich spiele gerne so viel Tennis, sonst würde ich das nicht machen. Von dem gehe ich jetzt auch mal aus. Wie sieht es aus mit Vorbildern? Die Schweiz hat eine lange Tradition in den letzten Jahren mit sehr erfolgreichen Spielerinnen. Man hat auch schon gesagt, du hast gewisse Ähnlichkeiten mit der Patti Schneider. Ja, lassen wir das einmal so im Raum stehen. Aber Martina Hingis, sie hat natürlich eine riesige Karriere gemacht. Ist das für dich ein Vorbild? Ja klar, sie hat eine riesige Karriere. Zuerst im Einzel, dann nochmal im Einzel und jetzt immer noch im Doppel. Es ist ein Traum, mal so Tennis spielen wie sie. Aber ja, das ist grossartig, was sie leistet. Was braucht es denn zum ganz raufkommen? Glück sicher auch, oder? Ich glaube, um ganz raufzukommen, muss alles zusammenstimmen. Der Körper muss heben, verletzungsmässig haben. Die Kondi muss stimmen. Das nötige Talent braucht es natürlich auch. Biss, Wille und ein bisschen Glück braucht es dann am Schluss auch, dass es wirklich ganz führen lenkt. Verletzungen sind da bis jetzt verschont geblieben, weitgehend? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe erst im Januar wieder angefangen, Turnier zu spielen. Ich hatte eine grosse Knieoperation letzten März. Und dann im Juni nochmal operiert, um die Schrauben rauszunehmen. Also es ist so, dass ich eigentlich eineinhalb Jahre nicht Tennis gespielt habe. Also nicht, gar nicht auf dem Platz gestanden bin, den Schläger nicht in der Hand hatte und jetzt eigentlich eher wieder am Aufbauen bin. Was sind deine nächsten Ziele? Also bei ihr wissen wir es jetzt, oder? Das ist Wimbledon bei dir? Bei mir ist natürlich kurzfristige Ziel, so weit führen wie möglich im Ranking. Also ich stand jetzt 280, 285. Und das Ziel ist, so weit vorzukommen wie möglich, dass ich dann auch nächstes Jahr im Januar Australian Open spielen kann. Und jetzt sagen wir mal, wie ist das mit dieser Konkurrenzsituation? Da ist Schwester. Wie ist das? Ist das nicht manchmal schwierig? Also man wird ja gemessen, oder? Du weißt jetzt, sie ist zwar weiter vorne klassiert, du bist zwar jünger, also du hast noch alles vor dir. Wie haben wir das? Geht ihr komplett sportlich und professionell mit dem um? Oder gibt es zwischendurch nicht auch mal? Nein, also eigentlich ist es nicht eine Konkurrenz. Ich freue mich für jeden Match, den sie gewinnt und wenn sie erfolgreich ist und genau das Gleiche ist von ihrer Seite her. Also das funktioniert wirklich sehr gut, wir haben es gut zusammen. Kannst du das bestätigen? Es ist natürlich auch ein sehr grosser Vorteil, dass wir beide den gleichen Sport ausüben. Wir können zusammen trainieren und wir können auch in den Turnieren immer zusammen trainieren, zusammen das Doppel spielen. Und eigentlich grosse Reibereien gibt es nicht. Und können auch zusammen reisen, je nachdem, oder? Ja. Das ergibt es dann natürlich auch in die Richtung. Was sind deine Ziele? Bei ihr haben wir es jetzt gehört, möglichst weit rauf. Ich nehme an, es klingt etwas ähnlich bei dir. Mhm. Also es ist eigentlich einfach so weit vorkommen wie möglich in der Rangliste. Und dann nächstes Jahr die Grand Slam zu spielen. Alle, wenn möglich, Hauptfeld. Wir kommen langsam zum Schluss. Eine Frage noch. Wir haben es vorher schon gehört, die Schweiz hat in den letzten Jahren eigentlich unglaubliche, erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler in eurer Sportart. Wie erklärt ihr das? Wir sind ein relativ kleines Land, aber Hingis, Federer, Wawrinka, Patti Schneider, was glaubt ihr? Also ich glaube nicht, dass es unbedingt am Land liegt. Es ist einfach, dass natürlich das Tennis auch ein grosser Kostenaufwand ist. Das hat sicher auch mitgespielt, dass man ohne Sponsoren oder einfach genug Geld auch nicht führen kann, weil es einfach sehr schwierig ist, kostenmässig. Mhm. Wie siehst du das? Oder wird bei uns besser trainiert? Die können ja vielleicht ein bisschen das beurteilen, wenn ihr andere seht in eurem Alter.
Ja, also ich glaube, es hat gute Trainer überall auf der Welt. Wir haben vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Ich meine, ein Federer, ich glaube, es spielt keine Rolle, in welchem Land er trainiert hat. Er wäre überall gut geworden. Aber wir haben, glaube ich, sicher Glück gehabt mit guten Spielern. Es hat sicher viele gute Trainer in der Schweiz, im physischen Bereich, wie auch technisch. Und das ist sicher ein Vorteil. Und eben, bei den Frauen braucht es auch Nachwuchs. In Zukunft Spielerinnen, die in den Top 10, Top 20 sind. Wir drücken euch die Daumen, dass das euch gelingt. Einer, vielleicht beiden. Dann können wir uns dann irgendwann mal das Interview hier wieder anschauen und darüber lachen. Ja. Ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg, Sina und Joanne.